Ja, liebe Freunde, wieder ein Video und diesmal zeige ich Ihnen zwei einfache Yoga-Übungen. Yoga-Übungen gehen immer aufs Ganze. Also ich habe Bekannte und Kursteilnehmer, die oft nach Atemübungen schreien, aber es ist gar nicht so gut, den Atem alleine für sich zu verändern, sondern viel besser ist es, eine Harmonisierung des Atems anzustreben und das erreicht diese Übung, die ich Ihnen jetzt zeige, sie befördert die Wahrnehmung des Prana-Flusses. Also Prana ist die Energie des Lebens, die aber an die Atmung gebunden ist. Und diese Übung, die bewirkt, dass wir vertieft atmen, dass wir den Atemkraft reinigen, dass wir die Bauch- und Ausscheidungsorgane in einer positiven Weise harmonisieren und dass wir die Muskulatur von Bauch und Beinen so trainieren, dass sie eben im Gleichklang mit dem Atem besser funktionieren. Und das bewirkt eine Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens und hilft auch, wer meditiert oder wer Achtsamkeitsübungen macht, tiefer in die Achtsamkeit hineinzukommen, weil wenn wir in unseren Körper gesammelt sind und unser Körper harmonisiert ist, bewirkt das automatisch auch eine Harmonisierung des Geistes. Wenn das Bewusstsein eine spiegelglatte Oberfläche ist, dann können Sie sich vorstellen, unser Bewusstsein ist wie in einem Gefäß und wenn wir dieses Gefäß schütteln, dann kommt diese Oberfläche eben auch in Unruhe und kann nicht spiegelglatt sein und die Außenwelt glatt und klar wahrnehmen und spiegeln, wie die Realität wirklich ist. Ja, ich fange mit dieser Übung an. Ich zeige sie Ihnen erstmal ganz kurz zuschauen und dann können Sie sie schon selber praktizieren. Wir setzen uns erstmal so hin, bevor wir in die Rückenlage gehen. Und wenn wir dann in der Rückenlage sind, sorgen wir dafür, dass die Lendenwirbelsäule so flach wie möglich am Boden aufliegt. Wer damit Schwierigkeiten hat, der kann ein Handtuch drunter legen oder ein flaches Kissen. Das Kissen sollte weniger stützen, sondern einfach nur der Wirbelsäule an der Stelle das Gefühl sozusagen vermitteln, im Lendenbereich den Boden zu berühren. Wir liegen praktisch im toten Mann, wie diese Stellung heißt. Und dann führen wir die Beine etwas parallel dann noch zusammen. Den linken Fuß lassen wir ganz locker und dann heben wir einatmend den Fuß, ziehen wir zum Körper hin, das Bein, halten kurz die Luft an, strecken den Fuß, senken ausatmend das Bein. Halten kurz die Luft an. Jetzt können Sie schon mitmachen. Ziehen das Bein, den Fuß an. Einatmen, heben. Zwischen Ein- und Ausatmen immer eine Pause machen. Fuß wieder anziehen, einatmen, den Fuß strecken, ausatmen, das Bein zu Boden
kurze Pause. Fünfmal haben wir jetzt mit rechts geübt. Wir fangen immer mit rechts an und jetzt gehen wir zur linken Seite. Fuß zum Körper hin einatmen. Fußstrecke ausatmen. Kurze Pause. Eine kurze Pause. Wenn Sie die Übung zum Beispiel mit der Gegenbewegung, die ich in einem nächsten Video zeige, mache, können Sie danach mit der nächsten Übung weitermachen oder wenn Sie sie in einer Yoga-Folge oder am Anfang der Yoga-Sitzung machen, Sie danach weiter und ansonsten entspannen Sie kurz und kommen dann wieder in die Realität zurück. Beziehungsweise in den Alltag, denn die eigentliche Realität erleben wir ja vielmehr in diesen ruhigen Zuständen, wo wir uns ganz bewusst und klar bei uns selber befinden. Ich verneige mich vor Gott in uns, vor Gott in Ihnen und vor Gott in diesem Universum, beziehungsweise das, was der Lebenssinn für Sie ist, und wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zu unserem nächsten Video.